Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge Elden Ring. Ja, wir sind ja letztens durch den Teleporter da unten, irgendwo da unten, da, genau da hinten auf diesen, ja, auf diese kaputte Säule, die kleinere, wo ich genau drauf zugucke. Über den Teleporter sind wir ja nach hier oben geportet. Jetzt gibt es hier oben leider keinen Teleporter, dass ich zurückporten kann. Ich könnte natürlich die Gnade nehmen, aber ich habe mir gedacht, wenn wir jetzt schon mal hier oben sind, dann werden wir das Gebiet hier oben auch erstmal erkunden, weil das haben wir auch mitmarkiert hier. Das obere Gebiet, dann machen wir das jetzt erst hier und dann geht es hier unten weiter nachher. Na, wo ist die Mama-Krabbe? Die kommt doch bestimmt gleich noch hier irgendwo angekrochen. Oder so ein paar blöde Geister. Trink lieber noch mal einen Schluck Mana hier. So, ja komm. Steigen wir aufs Pferd, dann geht's doch etwas zügiger. Ja, hier oben ist der Wasserfall. So. Na, wo ist Mama? Treff ich die vom Pferd nicht? Oder was? Ach, gibt's doch nicht. So. Keine Mama hier, auch gut. So, da ist doch schon mal wieder was. Ein Ei, ein schlummerndes Ei haben wir gefunden. Ei, ei, ei. So. Bevor ich da hochgehe, gucke ich erst noch mal hier. Hier so hinter ist. Hier. Ja. Ach, jetzt laufen doch nicht alle auseinander, wenn ich hier ankomme. Dass die so langsam sind. Ah, nein! So viel zu langsam. Dafür aber ordentlich Schaden raushauen. Das wäre es jetzt auch noch wieder gewesen hier. Da lebt noch einer, ist ein Ding. So, aber nicht mehr lange. Nee, das ist nur ein Lichtspiel. Noch mehr von denen? Nee, ne? Hat mich hier nur einer überrascht. Da liegt nur was. Wir holen uns aber erstmal die Asche. So, was kriegen wir? Große Orakelblase. Neuen Zauber, okay. Alles Wasserzauber, die man hier kriegt.
Sackgasse voraus. Weil hier oben ist, glaube ich, keine Feuersäule, keine von diesen Feuersäulen, ne? Oh, da hinten ist, glaube ich, ein Bossgegner. Schau mal, meine Tränke wieder voll. Ach, okay, die Dinger sind so langweilig. So. Da ist ein Boss. Nur mal eben, ob hier hinten noch irgendwo was ist. Nur vorsichtig, nicht, dass hier noch was hinter versteckt ist. Okay. Wie sieht es denn hier aus? Da gibt es noch eine Lilie. Boss machen wir natürlich. Peter, den machen wir jetzt noch nicht. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwo eine Gnade oder so. Auf jeden Fall eine Marika, das ist schon mal gut zu wissen. Oh. Ah, hier kommt. Ach, da käme man doch hoch hier, ne? Von da unten. Ja gut, aber egal, dann haben wir den Abschnitt hier auf jeden Fall hier oben schon mal erkundet. Und zu den Markierungen, die ich da gesetzt habe, kommen wir wahrscheinlich nicht. Gut, ich schaue dann nochmal eben hier hinten. So, hier haben wir dann wirklich auch alles, ne? Ja. So, wie gesagt, da kommen wir dann natürlich wieder runter. Da gibt es eine Marika, ne, haben wir gesagt. Ich würde sagen... Ich habe vergessen, Timer zu stellen. Schon wieder einen Moment. So. Ja, jetzt muss ich wieder grob abschätzen, wie lange die Folge hier noch geht. Ich würde sagen, wir machen, versuchen den einfach mal jetzt. Ne? Aber ich kann mir keine Geister, also keine Geisterkrieger rufen, so wie das aussieht. So. Man da auch irgendwie hoch? Nee, ne? Nee. Kann ich den nicht markieren? Doch. Oh. Na, wer bist du denn? Okay. Okay. Marikas Pfahl. Ah, zu schaffen ist er eigentlich schon. Aber wenn der mich trifft, habt ihr ja gesehen, ein Treffer weg vom Fenster. Gut. Erstmal die Runen wiederholen. Meine Rune. Nein. Rune habe ich schon mal wieder. So. Ja.
Ausdauer. Mal rückwärts fahren. Ja, ich werde im Nahkampf auch immer direkt so nervös, so. Wo liegen denn jetzt? Da liegen meine Runen. So, kann ich den schon markieren? Was ich auch noch ausprobieren könnte, ist aufs Pferd steigen, wieder weg. Angreifen, aufs Pferd steigen, auf Entfernung wieder angreifen. Halt so, so. So, erstmal, ich glaube, zwei. Nee, Alter, wenn ich da nicht im richtigen Moment die Ausweichrolle mache. Nee, das macht so, macht das glaube ich keinen Sinn. Muss ich auch noch mal eine Markierung hinmachen für den Boss. Entweder mehr Damage oder noch ein bisschen mehr Leben hier, dass ich wenigstens einen Schlag, ich muss ja wenigstens so viel Leben haben, dass ich wenigstens einen Schlag hier überlebe. Kommt er hinterher? Er kommt hinterher, oder? Ja. Dass die Ausrüstung keinen Schaden nimmt. So, da sind doch meine Runen. So. Hol mal eben die Karte auf. Wir sind. Oh, lass mich. Kann ich nicht weiter reinzoomen hier? Wir sind hier. Ne? Warte mal, ich muss jetzt noch mal eben genau gucken hier. So ist das hier so blöd auf der Karte eingezeichnet. Egal. So X-Markierung. Da kommt ein Totenkopf hin. Da müssen wir nochmal hin. Gut. Dann würde ich sagen, reiten wir jetzt hier runter. Wir müssen ja noch irgendwie die anderen Säulen jetzt finden. Da liegt auch noch was. Was haben wir denn da? Goldene Rune 7. Okay. Vielleicht sollten wir mal unsere ganzen goldenen Runen benutzen. Da kriegen wir mit Sicherheit schon ein, zwei Level up mit. So. Ah, oh, guck mal, da unten gibt es wieder eine goldene Saat. Was bekommen? So, wie kommen wir denn jetzt hier runter?
Ein Teleporter gab es hier nicht, ne? So. Ach, hier geht's runter. Okay. Ja, unglaubliches voraus. Noch immer wieder drauf reinfallen. Aber es könnte irgendwann, könnte ja mal wirklich eine versteckte Wand sein. Holen wir uns hier noch die goldene Saat. Lang, ne? Da geht zurück, dann gucken wir jetzt aber erst noch mal hier. Ja, ich gehe gucken. Unerwartet, das lügt man. Also normalerweise reicht das doch, wenn ich mit dem Schwert draufhaue. Wenn da wirklich eine unsichtbare Wand ist, müsste die doch weggehen. Nicht, dass ich da irgendwas verkehrt mache. So. Wo sind wir eigentlich jetzt? Ach, hier sind wir. Okay. Haben wir das Gebiet hier auch schon und da oben muss ich mal gucken, wo den Teleporter muss ich mir unbedingt markieren, damit ich weiß, wie ich da wieder hochkomme. So, da reiten wir noch nicht hin. Vermuten, ja, oder? Das ist die Frage, sind da noch Feuersäulen oder sind da keine? Da ist auf jeden Fall erstmal eine fette Ratte. So, wie sieht es denn hier unten aus? Da ist auf jeden Fall eine Feuersäule. Ja, komm. Da ist noch eine Feuersäule. Dann haben wir schon mal zwei. Und da hinten waren, glaube ich, auch noch zwei. Dann haben wir ja alle vier, ne? Gut. Doch, die fette Ratte haben, Mann. Guck mal da hinten, da müssen wir noch mal zurück. Da liegt noch ein Item, habe ich gerade gesehen. Da. Da müssen wir noch mal komplett zurücklaufen. Oder reiten, besser gesagt. Aber erst zünden wir hier die Säule an. Da hinten war, glaube ich, noch eine Säule. Oder hier unten. Ne, da war noch eine Säule. Aber erst reiten wir da hinten hin jetzt. So, wie war das hier? Müssen wir dann wieder hoch? So.
Ein Stein, Schwertschlüssel. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nein, 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 nicht sterben. So. Mal hier erstmal wieder zurückkommen. Die Frage, sollen wir da schon hin, da oben, oder machen wir jetzt erst die ganzen Säulen fertig? Aber wir gucken mal. Ich meine, wenn wir schon mal hier oben sind, vielleicht brauchen wir ja dann auch nicht mehr zurückkommen. Wo ist der Skarabäus? Ach, ja, da war ich wieder. Langsam hier, da ist er doch. So. Und jetzt die ganzen Ratten hier. Oben, da hinten, da ist noch einer, der mit dem Bogen offen schießt. Ja, ja, mach mal ruhig. So. Gehen wir mal in die Richtung hier. Ah, ich wollte gerade sagen, schön hinter dem Baum. Die sind aber auch treffsicher, ne? Zweite Ratte, da ist sie doch. Ja, da sitzt sogar zwei. Gucken, wie ich da rankomme. Ja, irgendwie von hinten ran. Da liegt doch auch noch was. Ist der andere da hinten? Ob hier keiner mehr ist, ne?
So, dann haben wir es, ne? Jawohl. Oder eine da oben hatte noch was fallen lassen. So, da. Pelz mit Pelzkleidung, okay. So, dann schauen wir mal, ob hier hinten noch irgendwo was ist. Ja, mit Nadel. Ja, dann füllen wir doch direkt erstmal wieder alles auf. So, Zeit vertreiben bis zum Morgen. So. Ups, ganz vergessen, dass hier wieder alles spawnen. Mist. So, hier könnten wir Verstärkung rufen. Aber komisch, eine Asche können wir hier nicht rufen. Ne, anderen Spieler ja. Schade eigentlich. So, wir gucken uns erstmal hier unten um. Da ist noch ein Pilz. Sonst noch irgendwo was ist. Nee, ne? Dann bin ich mal gespannt, was uns da oben erwartet. Falls uns da oben überhaupt schon was erwartet. Das kann auch sein, dass wir erst hier hin können. Talisman der Klarheit. Aha. Was macht der denn? Inventar. Talisman der Klarheit. So. Erhöht den Fokus. Aha. Gut. Ah, okay, hier brauchen wir wieder ein Steinschwert. Schlüssel. Ein Hebel. Ah, Explosion. Müsst ihr das immer direkt vor den Klamotten machen? Ich will doch nur den Hebel ziehen. Geht nicht. Ja, hier brauchen wir Steinschwertschlüssel für. Wir gucken es uns auf jeden Fall schon mal an, wenn wir schon mal hier sind. So, kann ich jetzt den Hebel ziehen? Will nicht die Nacht, kann ich jetzt hier runterfahren? Nee, es geht nach oben. Okay, hier geht's weiter. Ich glaube, da müssen wir nochmal runterfahren. Ich glaube, wir müssen erst unten die Säulen machen, bevor wir hier oben weitergehen. Leider hier oben ist direkt eine Gnade. Da ist eine Gnade. Wo sind wir denn jetzt hier? Sind wir wieder zurück in der normalen Welt? Muss mal eben gucken. Ja, wir sind wieder zurück in der normalen Welt. So. Dann holen wir uns die Gnade hier doch schon mal. Und dann geht's hier zurück. Fahren wir mal wieder nach unten. Wie gesagt, da müssen wir uns unten mal erst die Türme holen. Das ist also nur der Ausgang. So, da sind wir wieder. Gut, dann haben wir ja was. Oh! Und ab zu Gnade. Wo war die Gnade? Hier war doch irgendwo eine Gnade, ey.
Ach, Kehr, das nervt. Immer diese Trankverschwendung. Ja. Mach mal so weiter. Dann werden wir hier nie fertig. Bis zum Morgen nochmal schlafen. Ach, schlafen, sag ich. Vorspulen. So. Wie gesagt, dann haben wir das ganze Gebiet ja hier erkundet. Okay, da haben wir noch. Wir müssen uns den Teleporter hier noch markieren. Und hier sind nochmal zwei Türme. Dann müssten wir alle haben. Ach nee, ich glaube, hier auf dem Rückweg war auch noch irgendwo ein Turm, den wir machen müssen, ne? So, ich versuche mich mal hier außen rum zu reiten. Naja, die Ratten sind mir egal. Die haben keinen Fergenkampf. So. Genau, da war noch eine Feuersäule, die wir machen mussten. So, Nummer 2. Oh, brauchen wir noch ein. Hallo, wo wolltest du hin? Ja, komm hier rauf. So, da ist noch eine Ratte. Noch eine Ratte, ne? Ja. So. Hoffentlich ist der Nagel noch dran. Ja, es reicht noch. So, jetzt haben wir 6, müssten wir anhaben. Da hinten ist eine Asche, dann haben wir auf jeden Fall schon mal gesehen. Na, 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 haust du wohl nicht ab hier. Kriegsasche, Duell. So. Kann man hier runter? Glaube nicht, ne? Na, nicht wirklich. Gut. Wollen ja hier von keinem von hinten überrascht werden, ne? Da ist auch noch einer. So, hier unten müssten irgendwo noch zwei Säulen sein. Wir müssten eigentlich links und rechts da hinten. Also hier müsste, da müsste eine sein und hier müsste eine sein. Wir können die ganzen Markierungen hier ja mal wegmachen. Die brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir brauchen eigentlich nur noch die beiden anderen Säulen. Ja gut, da hinten die Leiter könnten wir nochmal hochklettern, sehe ich gerade. Und hier noch mal gucken. Ach, guck mal, hier ist noch eine Gnade. So, machen wir noch mal alles voll hier.
Da droppt natürlich nichts. Da ist die eine Säule, genau. Und da hinten ist die zweite Säule. Und da mit der Leiter, ah, da waren wir auch schon. Okay, jetzt ist nur noch die Frage, wie kommen wir... Hauptsache, die Dinger hier sehen uns nicht. Und dann muss ich die Stelle wieder finden, wo der Teleporter war. Ach nee. Komm, hau doch ab da. So. Habe ich angezündet? Ja. Jetzt noch die Säule hier hinten. Gucken, ob hier noch irgendwo was... Ja, ich hab doch gewusst, ich hatte was gehört. Da ist noch einer. Steig ab! Oh, wieso hast du die Krabbe markiert? Du wolltest jetzt auch noch wissen hier. Da hast du davon. So. Kommst auf den Teller. So, irgendwo war hier doch noch einer. Hier waren doch zwei, oder nicht? Da ist noch einer. So, wenn mich nicht alles täuscht, müssten jetzt eigentlich alle 8 Säulen an sein. Aber wie gesagt, erstmal da oben den gucken, wo der Teleporter war. Weil den will ich mir nochmal eben markieren. Weil es gibt sonst keine andere. Ich glaube, da oben war der Teleporter, ne? Ja. Gibt nämlich sonst keine andere Möglichkeit. Da hochzukommen. Genau. Hier ist der Teleporter. Die Stelle müssen wir uns mal eben markieren. Mit X. Was nehmen wir denn als Teleporter? Ja komm, mache ich hier die Schatztruhe hin. Weiß ich auf jeden Fall, dass der Ort interessant ist. So, und jetzt müssen wir nur noch da hinten hin. Und ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet und alle 8 Säulen sind jetzt an. So. Ja, sieht gut aus. Es sieht gut aus. Sie brennen alle. Dann bin ich ja mal gespürt. Guck mal. Da lag noch was. Wir wollen auch noch schnell mit. Ich bin doch eine Füße. So.
Du hängst da unten fest, du kommst da nicht hinterher, oder? Nee. So. Einmal Heilung bitte. Einmal Mana bitte. Ja, jetzt sieht es auf jeden Fall ganz anders aus. Mal gucken, ob ich den, wenn ich jetzt näher rankomme, ich den markieren kann. Nicht. Aber ich kann bestimmt, kann ich mit ihm reden. Aber die gehörenden Überreste können wir berühren. Oh mein Gott, wo bin ich denn jetzt? Bossraum. Kann ich hier raus teleportieren, wenn ich wollte? Könnte ich, okay. Ach ja. So, eigentlich ist die Zeit ja um, aber ich glaube, wir machen heute mal Überlänge. Das wäre gemein, wenn ich jetzt hier abbreche und den Boss beim nächsten Mal mache, weil wir das Gebiet ja hier dann eigentlich mit dem Boss fertig haben. Dann machen wir heute mal ein bisschen länger. So. Ich hoffe. Blutflex. So, ich hoffe, ich kann mir hier. Ja, ich kann meine Geister rufen. So. Ahnengeist. Jawohl. Bestimmt so weit weg, ne? Naja, geht noch. War keine Mana mehr, war ja so klar. Mana! Nein! Ah, Mann! Vielleicht sollte ich hier die Qualle nehmen. Versuch's mal mit der Qualle, weil die kann ein bisschen tanken. Die hält, glaube ich, auch ein bisschen mehr aus als die Krieger. So, auf ein neues. So, wir gehen direkt hier auf Heilung. Gehen jetzt da rein. Rufen die Qualle. Holen uns erstmal unsere Lebenspunkte wieder. Lebenspunkte sei schon. Oh, du sollst die Qualle angreifen, du Mistvieh. Bist zu weit weg? Komm, bei Spellstorm. Jawohl. Was haben wir denn? Ahnenjüngerasche. Wow. Okay. So, haben wir den auch geschafft? Sonst ist hier aber nichts mehr, ne? Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ne, ein Pferd kann ich auch nicht rufen. Ich glaube, ich laufe mal in die Richtung. Vielleicht gibt es hier einen Ausgang jetzt.
Ja. Keinen Ausgang, muss ich hier raus teleportieren. Kann ich mir ja bald gar nicht vorstellen. Ja, wir laufen mal bis ans Ende. Vielleicht ist da ja irgendwo was zu sehen. Aber wenn hier ein Teleporter wäre zum Rausteleportieren, der wird doch dann eigentlich hier in der Mitte vom Raum. Da ist er. Ich hab nichts gesagt. So. Dann haben wir das Gebiet geschafft. So, können wir hier, was passiert denn? Wenn ich die jetzt aber berühre, kommen wir wieder nach unten, ne? So, das haben wir erledigt. Können wir auch hier die Markierung wieder wegmachen? Nee. Das ist erledigt. Dann würde ich sagen, wir waren hier hinten. Waren wir hier hinten fertig? Nee, hier oben waren wir aber noch nicht fertig, ne? Glaube ich. Also hier unten sind wir fertig, aber ich glaube, wir müssen hier nochmal hochfahren. Bin mir nicht sicher, ob wir da wirklich fertig waren. So. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Das wollte ich ja eigentlich auch nicht. Ja doch, wir sind hier unten komplett fertig, ne? Ja. Dann würde ich sagen, fahren wir hier wieder nach oben. Und dann sind wir direkt am Eingang wieder, wo wir reingekommen sind. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.